Dann geht es heute um einen spektakulären Prozess und dafür gehen wir jetzt in die Tiefen des Internets. Es ist interessant, wenn man mal bei Google die Frage eingibt, zu erwarten. Wir machen weiter mit Nachrichten. Die Mafia verbindet man noch immer seltener mit Deutschland als mit Italien. Und doch ist auch der Polizei hier und in Italien jetzt ein großer Schlag gegen die Mafia gelungen. Dazu jetzt mehr. Die können ganz schön kneifen. Warum Prinz Harry heute mal wieder alle Blicke auf sich gezogen hat und welche kleine Prinzessin uns heute verzückt hat, all das jetzt in Brisant Prominent. Ja, da sind sie endlich mal wieder aufgetaucht. Nach dem großen Wirbel um die Verlobung von Prinz Harry und Meghan war es ja doch ein bisschen ruhiger um die beiden. Die mussten womöglich all das auch erst mal verdauen. Aber heute Nachmittag, und zwar mit Matt Damon. War ein Teaser auf morgen. Ich hoffe, Sie freuen sich drauf und schalten ein. 17.15 Uhr sind wir da. Wir wünschen Ihnen guten Abend. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, tschüss. Und jetzt haben wir 17.15 Uhr. Heißt, es ist Zeit für Brisant. Ganz herzlich willkommen heute zur Sendung. Schweres Thema heute gleich zu Beginn. Wieder ein großer Missbrauchsskandal an Kindern ist bekannt geworden. Und bei diesen Details möchte man weghören. Und doch muss man sich natürlich fragen, warum. Zum Schutz von Kindern und auch um solche Schreckenstaten zu verhindern. In Bergisch Gladbach soll sich all das zugetragen haben. Und wir schauen in die USA. Es brennt nämlich immer weiter. Und die Warnungen der US-Behörden machen wenig Mut, dass es besser wird. Waldbrände kennt man in Kalifornien. Was aber eben nicht heißt, dass man sich je daran gewöhnen kann, wenn wieder Dutzende ihr Dach über dem Kopf verlieren und Tausende fliehen müssen. Das Hauptproblem ist wie so oft der Wind, der wirkt wie so eine Art Föhn, der dann immer neue Feuer entfacht. Und so werden aktuell wieder 30.000 Menschen in Kalifornien in Sicherheit gebracht. Gut, bitte nicht mehr verkleinern in diesem einen Fall. Das war Halloween. Wir gucken auf Nachrichten jetzt noch mal vom Tage in der Wesermarsch. Da mussten heute Taucher in sehr eiskaltes Wasser steigen. Den Grund, den verraten wir Ihnen jetzt. Wahnsinnsburger. So, bei uns wird es jetzt laut. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich zu Hause gern unterhalten und es macht zwischendurch immer so. Genau, und das kommt wieder und wieder. Das passiert einfach schon wieder. Tatsächlich ist das eine Hupe von einem Zug. Weiß nicht, ob Sie es erkannt haben. Und wenn man jetzt die Geschichte dazu hört, dann versteht man auch, warum da so genau immer wieder gehupt wird. Aber für die Bewohner einer Gemeinde in Niedersachsen ist das Folter, Qual und absoluter Horror. Und es hört nicht auf. Genau wie hier. Wahnsinnsgeschichte. Ja, jetzt aber Schluss hier mit dem Gewiebe bei uns. Wir gucken auf die Prominenz. Zu jung für die Traumrolle. Peter Weck erzählt uns ein sehr fröhliches Geständnis heute. Dann haben wir das wundersame Comeback der Beatles und Desiree Nosbusch und für wen sie am allermeisten schwärmt. Und jetzt geht's los. Ja, und wenn das noch klappt mit der Band, bitte melden bei Brisant. Wir gucken auf die Royals heute. Anderer König, andere Sitten, Rama der Zehnte. Das ist der König von Thailand. Der greift hart durch gerade und das bekam jetzt sogar seine Geliebte sehr schmerzlich zu spüren. Schön bunt, das passt. Wir haben nämlich jetzt noch was in eigener Sache. Wir ziehen um. Ja, übers Wochenende geht Brisant in ein neues Zuhause. Und die Kisten, die sind schon gepackt. Wir sind bereit, wir freuen uns sehr. Und erste Einblicke haben wir jetzt für Sie, wie es wird. Das neue Brisant, wir haben nämlich ganz fleißig gewerkelt. Und jetzt gibt's die allerersten Bilder für Sie. Also, das neue Zuhause kommt ab Montag. Aber morgen sind wir gerne auch noch mal für Sie da. Also hier in diesem Studio, 17.15 Uhr. Und wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Also, da werden wir sicherlich weiter hinschauen. Jetzt geht es bei uns ums schnelle Tempo. Nach dem Tempolimit in den Niederlanden wird nämlich auch bei uns weiter heftig diskutiert. Brauchen wir vielleicht auch ein flächendeckendes Tempolimit auf unseren Autobahnen für weniger Schadstoffausstoß? In den Niederlanden funktioniert das bald, zu bestimmten Uhrzeiten eben genau so. Tempo 100 gilt dann. Der Regierungschef, der hat sein Urteil dazu schon gefällt. Er sagt nämlich, diese Maßnahmen. Und wir machen noch ein bisschen Glitzer und große Musik. Größte Suchtgefahr, das galt für viele bei dieser Serie Babylon Berlin. Da saßen ja wirklich alle davor. Und die, die da mitgespielt haben, sind danach noch mal so. Noch was Heißes zum Schluss der Sendung. Heute ist nämlich tatsächlich Tag der Suppe. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir Sie heute ins Abendbrot entlassen, die Frage, heute schon gelöffelt und vor allem, was muss unbedingt drin sein in Ihrer Lieblingssuppe? Geht immer und wir hören, da hat jeder sofort was im Kopf. Ich wurde heute auch tatsächlich schon gefragt nach meinen Lieblingssuppen.
Lieblingssuppenrezepten. Die sind sehr lecker, zum Teil ein bisschen kompliziert nachzukochen, aber es würde mich freuen, wenn Sie es vielleicht mal machen. Gucken Sie auf brisant.de, schreiben Sie mir gern, wenn es geschmeckt hat. Kommt von Mama. So, ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Abend. Wahrscheinlich haben wir Ihnen Hunger gemacht jetzt aufs Abendessen oder vielleicht auch auf wer weiß denn sowas. Die Kollegen folgen nämlich jetzt direkt im Anschluss und wir wünschen dabei viel Spaß, gute Unterhaltung und morgen gibt es uns wieder. Tschüss, bis dahin. Nachricht um die Kanzlerin heute und da geht es zum einen ums Wetter. Ja, erst Schnee und dann gibt es noch mal so eine Art Sommernachschlag. Na, mal gucken, was noch kommt diese Woche. Viele Reaktionen gibt es inzwischen zu den Ereignissen in Freiburg. Dort hat ja die Vergewaltigung einer Frau bundesweit für großes Entsetzen gesorgt. Es gibt viele Stimmen inzwischen dazu heute. Und natürlich ist die große Frage, wie geht es überhaupt weiter in diesem Fall? Inzwischen wurde bekannt, dass nicht nur der mutmaßliche Hauptverdächtige bereits Polizei bekannt war. Jetzt was zum Mitgehen. Kennen Sie das noch? Das gute alte Flöten, Rattern, Knattern Ihres Modems. Was hat man sich damals geärgert, wenn das Ding wieder nicht funktioniert hat, oder? Es blinkte, blinkte und dann passierte nichts. Ja? Aber es war ja tatsächlich der Anfang vom Online-Sein zu Hause. Hat man alles fast schon wieder vergessen, dass man damals noch im Brockhaus nachgeschlagen hat und eben nicht bei Wikipedia. Und vieles mehr, was sich verändert hat. Wir erinnern uns nämlich. Heute ist Welt-Internet-Tag. Ja, manchmal irren sich die Dinge, aber auch wir sind nämlich hier eigentlich gerade in Leipzig und machen jetzt weiter prominent, unter anderem mit Maite Kelly. Die spricht heute bei uns über ihr Ehe aus. Und dann haben wir noch Toni Marshall, der teilt aus Badehosen zum Beispiel. Sie sehen, ich habe eine von diesen schönen Frisuren genommen. Wen haben wir heute noch? Heidi Klum, die ist schon monstermäßig in Halloween-Stimmung. Dass die Modelmama jedes Jahr mit super viel Einsatz feiert, das hat sich ja schon rumgesprochen. Im Titel würden andere wahrscheinlich schreiend davonlaufen, nicht so Heidi. Die findet das natürlich super toll. Ihre berüchtigte Halloween-Party ist übrigens Mitte dieser Woche. Aber andere haben sich jetzt schon vorher verkleidet und das mehr oder weniger erfolgreich. Na unbedingt. Und der George Clooney, der kann doch eben machen, was er will. So, wir lassen es jetzt noch mal krachen, musikalisch. Das hat er nämlich ganz besonders gern gemocht. Und für freie Liebe stand er auch. Daran werden sich einige sicher das Lied heute. Frederik Prinz von Anhalt kommt jetzt. Der ist ja immer gut für eine Überraschung. Und jetzt soll er dem Sänger Tim Bensko ein spannendes Angebot gemacht haben. Und zwar Adelstitel für Haus. Und bei ihr scheint wieder die Sonne. Maite Kelly ist wieder da. Sie hat ja ein ganz bewegtes Jahr hinter sich. Trennung, Scheidung, es war ganz viel los. Jetzt sagt sie, ich bin zurück. Und sie erzählt bei uns, wie es ihr heute geht, wie sie sich jetzt aufteilt zwischen Job und Familie und warum sie trotzdem weiter an die ganz große Liebe glaubt. Zum Prozess und der Entscheidung in diesem Prozess und als Nachtrag heute noch zur Sendung. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.